Willkommen zum Video-Tutorial über Dolibar ERP und das CRM-System. In diesem Video werden wir uns Nutzer-, Gruppen- und Erlaubnismodule genauer ansehen. Das Nutzer-, Gruppen- und Erlaubnismodul ermöglicht es dir, Nutzer des Dolibar-Systems zu kreieren und zu verwalten. In den meisten Fällen sind es die Mitarbeiter, aber es können auch externe Benutzerkonten für den Buchhalter oder andere Partner sein. Deine Mitarbeiter können sich auch beim System anmelden und ihr Konto, ihre Aktivitäten, Feiertage und viele andere Dinge verwalten, je nachdem für welche Anwendungen sie aktiviert wurden. Schauen wir uns die allgemeinen Funktionen an. Es gibt zwei Benutzerflüsse zum Modul, Benutzer und Gruppen. Einen als Arbeitgeber oder Administrator und einen als Mitarbeiter oder externen Benutzer. Arbeitgeber oder Administrator. Betrachten wir zunächst den Benutzerfluss des Administrators oder Arbeitgebers. Melde dich auf deinem Konto mit Administratorzugriff an. Klicke auf das Menü Benutzer und Gruppen, um auf das Benutzermodul zugreifen zu können. Klicke auf die Benutzerliste, um die Liste der vorhandenen Mitarbeiter oder Benutzer anzeigen zu lassen. Die hierarchische Ansicht bietet eine Vogelperspektive auf die Mitarbeiterhierarchie in der Organisation. Erstellen eines Mitarbeiters oder Benutzers. Klicke auf Neuer Benutzer, um dem System einen neuen Mitarbeiter, einen internen Benutzer innerhalb der Organisation, hinzuzufügen. Fülle die erforderlichen Felder aus. Wenn der Benutzer ein externer Benutzer ist, ein Kunde oder ein Lieferant, kannst du ihm die Eigenschaft externer Benutzer zuordnen, so dass dem Benutzer nur Informationen zu der eigenen Person angezeigt werden. Wähle aus, ob ein Benutzer ein Mitarbeiter ist, sowie wer sein Vorgesetzter ist, um die Hierarchie für die Verwaltung der Urlaubsanträge und Spesenabrechnungen des Benutzers festzulegen. Gib zusätzliche Jobdetails wie Vergütung und wöchentliche Arbeitszeit ein. Man kann auch Dokumente hochladen und Bankinformationen im Benutzerdatensatz abspeichern. Hinweis: Wenn der Benutzer als externer Benutzer festgelegt wurde, kann er nur seine Rechnung, Bestellung, sein Angebot und so weiter ansehen, keine anderen Datensätze. Dies gilt nur, wenn man dem Benutzer die Berechtigung erteilt, alle anzeigen zu lassen, zum Beispiel für den externen Buchhalter. Zugriffskontrolle und Berechtigungen. Administratoren können Zugriffsberechtigungen für Module und Modulaktionen konfigurieren. Hier findet man beispielsweise die Liste der Aktionen, die für die Zugriffskonfiguration in Bezug auf die Module Spesenabrechnungen und Urlaubsanfrageverwaltung verfügbar sind. Dies gilt auch für alle anderen Module im Dolibar-System. Man kann Gruppen verwenden, um Benutzer mit Berechtigungen zuzuordnen. Klicke im Menü Benutzer und Gruppen auf Gruppe hinzufügen. Klicke nach dem Erstellen der Gruppe auf die Registerkarte Gruppenberechtigungen, um der Gruppe die gewünschten Berechtigungen zuzuweisen. Benutzer, die der Gruppe hinzugefügt wurden, erben jetzt alle der Gruppe zugewiesenen Berechtigungen. Mitarbeiterfunktionen. Sobald der Benutzer erstellt und Berechtigungen definiert wurden, kann sich der Mitarbeiter beim System anmelden und abhängig von den erteilten Berechtigungen Informationen bearbeiten oder nicht bearbeiten. Wenn die Anwendung Urlaub aktiviert wurde, kann man auf das Menü der Registerkarte HRM klicken, um den Urlaubssaldo anzuzeigen. Der gesamte Prozess der Erstellung, Genehmigung und Beratung von Blättern wird im Video zum Modul Urlaub angezeigt. Wenn das Modul Spesenabrechnungen aktiviert wurde, können Spesenabrechnungen über das jeweilige Menü erstellt werden. Auf diese Weise erstellte Spesenabrechnungen können vom zuständigen Vorgesetzten genehmigt oder abgelehnt werden. Der gesamte Prozess der Erstellung, Genehmigung und Konsultation von Spesenabrechnungen
wird im Video zum Modul Spesenabrechnung dargestellt. Wenn das Modul Projekt- und Arbeitszeittabellen aktiviert wurde, kann eine Verwendung der Arbeitszeittabellen auch über das Menü Zeitaufwand eingeben. Der vollständige Prozess der Erstellung von Arbeitszeittabellen wird im Video zum Modul Projekt vorgestellt. Vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, dir das Tutorial zum Modul Benutzer, Gruppen und Berechtigungen anzusehen. Besuchen Sie www.dolibar.org, um mehr zu erfahren.